Hallo zusammen, willkommen zurück zur Installation heute von SCSS bzw. SASS und zwar auf allen drei Systemen oder Plattformen, die wir uns vorstellen können, nämlich zuerst einmal macOS, dann wollen wir uns kurz Linux vornehmen und dann wollen wir uns Windows vornehmen, der Komplexität geordnet, also macOS ist am einfachsten, schwieriger ist Linux und nochmal schwieriger ist definitiv Windows. Gut, wir gucken uns ganz kurz mal an, was die macOS-User machen können, das ist noch von letztem Mal, das brauchen wir nicht. Und zwar werdet ihr als macOS-User höchstwahrscheinlich Homebrew installiert haben. Das ist die einfachste Version. Ansonsten könnt ihr aber auch bei der, Entschuldigung, bei der NPM-Version mitmachen. Aber die einfachste Version ist wirklich hier zu sagen brew install und dann sass/sass/sass. Und dann habt ihr es im Endeffekt schon. Funktioniert natürlich bei mir nicht. Aber ja, das ist euer Paketmanager. Und mit dem könnt ihr das Ganze wunderbar installieren. Das war auch schon macOS, jetzt geht's weiter mit Linux. So, Linux hat natürlich Paketmanager. Und in den Paketmanagern, findet ihr leider kein SASS. Warum nicht? Weil das als Teil von dem NPM-Paketmanager kommt. NPM ist Teil von Node.js und da ziehe ich jetzt einfach mal kurz was rüber. Wunderbar. Hier Node.js findet ihr unter Node.js und dann hier unter Downloads, also Node.js.org und dann unter Downloads gucken. Da findet ihr alle möglichen Varianten von Node.js und mit Node.js kann man dann auch eben SASS installieren. Das heißt, was wir als erstes jetzt machen, ihr braucht natürlich unter Linux keinen Download oder sowas, sondern ihr nutzt am besten euren Paketmanager. Und Paketmanager bedeutet, ihr nehmt hier ein sudo und dann ein pacman, in meinem Fall minus s node.js. Allerdings werden wahrscheinlich, also das würde funktionieren unter Arch Linux und deren Abkömmlingen. Andernfalls einfach apt-get install benutzen, beziehungsweise dann natürlich jeweils euren Paketmanager einfach verwenden. Und dann hierüber node.js installieren. Und über Node.js kann ich jetzt Folgendes machen. Also das müsst ihr natürlich ausführen, nicht löschen, wie ich das gerade gemacht habe. Bei mir ist nur schon alles installiert. Und jetzt könnt ihr hergehen und könnt sagen sudo npm install minus g sass. Und wenn ihr das macht, ich mache es mal ganz kurz, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Also das sollte ich vielleicht richtig eingeben. Habe ich Caps Lock aktiviert? Nein, habe ich nicht. Hab mich vertippt. Okay, ja, und dann sehen wir natürlich, ist natürlich schon drin, soll sogar geupdatet worden sein in den letzten paar Minuten. Ich habe das doch vorhin erst nochmal installiert oder geupdatet. Okay, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt natürlich hier das neueste Paket SASS und können das so benutzen, wie wir es auch in der Einführung gesehen haben. SASS, der Input, also in meinem Fall natürlich style.scss und der Output wäre style.css, also ganz normal benutzbar, wie wir es auch schon gesehen haben. Das ist die einfachste Variante. Es geht natürlich auch direkt über die Paketquellen von SASS. Das geht auch, dann braucht ihr kein Node.js. Das ist hier zu sehen. Ihr könnt euch hier die Paketquellen, die direkten ausführbaren Dateien einfach runterladen. Zum Beispiel hier einfach das dart-sass. Und dann eben natürlich, ob ihr 64-Bit habt oder 32-Bit, einfach diese Datei runterladen. Müsst ihr aber nicht machen, wenn ihr es über NPM macht. Finde ich die einfache Version, das über NPM zu machen. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem machen. Also hier einfach runterladen klicken und dann habt ihr hier ein TAR-Archiv, das ihr entpacken könnt. Also einfach hier, das ist das, was ihr runtergeladen habt. Rechtsklick hier entpacken und dann habt ihr hier dart-sass. Und diese Datei braucht ihr nicht, dieses SRC braucht ihr auch nicht, also nicht löschen, auf keinen Fall löschen, das wird benutzt, aber ihr braucht eigentlich nur diese Datei hier. Das heißt, ihr öffnet das Ganze im Terminal und macht dann ein .sass und dann könnt ihr hier eure Dateien natürlich auch wieder so kompilieren, wie ihr das haben wollt. Das heißt, ihr zieht hier von mir aus die style.scss rein. Und natürlich auch die style.css rein und schon habt ihr das Ganze auch. Das heißt, es kann genauso kompiliert werden. Ihr müsst nicht über npm das Ganze installieren. Aber es ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil ihr so, also wenn ihr das so macht, dann müsst ihr immer im richtigen Ordner sein, damit ihr diese SASS-Datei rausfindet. Oder ihr müsst sie in euren Pfad eintragen, was ich jetzt hier nicht erklären werde, weil das über npm 10.000 Mal einfacher ist. So.
Jetzt über Windows. Über Windows ist das Ganze nicht ganz so einfach. Mein Vorschlag ist zwar immer, macht euch zum Entwickeln eine virtuelle Maschine mit Linux. Tutorials gibt es auf meinem YouTube-Kanal dazu. Aber ich werde es natürlich auch zeigen für die Leute, die definitiv unter Windows bleiben wollen. Und ihr müsst tatsächlich jetzt als allererstes mal entweder, also ihr habt im Endeffekt genau dieselben Schritte wie bei Linux. Ihr müsst das Ganze entweder über Node.js bzw. NPM machen. Oder ihr nehmt das Ganze hier aus den Paketquellen. Und für Windows ist die Variante aus den Paketquellen hier definitiv einfacher. Das heißt, was ihr macht, ist folgendes. Ihr habt in den allermeisten Fällen auch 64-Bit. Das heißt, ihr ladet euch hier auch von dieser URL einfach die 64-Bit-Version runter. Das ist dann hier. Ist auch, dauert ein bisschen gerade kurz. Jetzt ist es da. Dann habt ihr hier eine .zip-Datei. Und diese Datei kann unter Windows auch wunderbar entpackt werden. Das heißt, ihr werdet hier irgendwie hier entpacken oder hier extrahieren finden. Das heißt, ihr klickt hier auf hier entpacken oder hier extrahieren, je nachdem wie es heißt. Öffnet diesen Ordner und hier habt ihr jetzt zwei .bat-Dateien. Das sind die fast sozusagen ausführbaren Dateien unter Windows. Also nicht ganz, eigentlich ist die .exe ausführbar, aber das sei mal dahingestellt. Und was ihr jetzt machen müsst, ist in genau diesem Ordner, nicht irgendwo anders, sondern in diesem Ordner drückt ihr die Shift-Taste. Das ist die Übersteuerung und mit der man großen Text schreiben kann. Shift drücken, Rechtsklick und dann auf, im Terminal öffnen heißt bei mir, bei euch steht da in der Kommandozeile öffnen oder in der PowerShell öffnen. Dann landet ihr auch in so einem Fenster, wo man Text eingeben kann. Und was ihr jetzt macht, ist folgendes. Ihr nehmt euch einfach diese sass.bat-Datei und zieht die da rein. Dann sieht das Ganze in etwa so aus. Nur, dass bei euch hier ein C, Doppelpunkt und so weiter und so fort den Pfad zu eurer Bat-Datei steht. Dann nehmt ihr euch, wie ich gerade eben auch bei Linux, nehmt euch aus dem anderen Fenster immer eure style.scss-Datei, zieht die da rein. Und dann nehmt ihr einfach den Pfad, also am besten nehmt ihr einfach nochmal die style.scss-Datei, weil die CSS-Datei habt ihr ja noch nicht, also so muss man das eigentlich machen, so ist es ja theoretisch. Nehmt euch dann die CSS-Datei nochmal und löscht hier am besten einfach dieses S raus. Dann steht hier nämlich der Pfad und am Ende soll eine CSS-Datei mit gleichem Namen rauskommen, in genau demselben Ordner. Und das führt ihr dann aus, dann sollte das Ganze genauso funktionieren. Das sieht ein bisschen wild aus, weil hier immer der vollständige Pfad drin ist, aber das sollte kein Problem sein. Ja, und genauso würde das theoretisch unter allen drei Plattformen funktionieren. Jetzt eine wichtige Anmerkung hierbei, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas in den Versionen geändert wird, dann schreibt ihr mir bitte einfach eine Nachricht, dann tue ich das natürlich irgendwie hier noch reinpflegen, dass hier entweder ein neues Video kommt oder in der Beschreibung von dem Video steht es dann dabei, was man beachten muss. Das heißt, meldet euch einfach bitte bei mir, wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt oder falls irgendwas bei euch nicht funktioniert, falls ihr irgendwie, keine Ahnung, Probleme habt oder ein ganz esoterisches Betriebssystem habt, unter dem ihr es anders installieren müsst oder sowas. Aber das wäre so der Weg, wie man das Ganze machen kann. Okay, das war von meiner Seite die Installation. Ich hoffe, ihr könnt jetzt auch verstehen, dass ich das Ganze gesplittet habe in zwei Videos. Das ist nicht ganz so einfach, aber ihr könnt unter Windows natürlich auch hier Node.js benutzen, hier über den Installer das Ganze installieren und dann über NPM installieren, aber das ist ein bisschen komplexer. Deswegen habe ich das jetzt hier mal rausgelassen. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.